Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Bin ich richtig hier? Ja, bin ich. So, wir sind noch im Exogeny-Gebäude, weil ich gerade quasi den Weg zur Müllgrube suche. Und der ist doch nicht da. Der ist da, kann das sein? Ja. Ich erhoffe mir davon eigentlich nur die Energiezelle zu finden. Moment, hier waren wir doch schon, oder? Verdammt, hier waren wir schon. Ja, von da kommen wir schon. Okay, dann waren wir hier und ich habe gerade keine Ahnung, wo wir die Energiezelle finden. Dann ist das jetzt aber erstmal egal. Gut. Beziehungsweise nicht gut, weil ich die Quest dann erstmal noch nicht abschließen kann, aber... Naja. Wahrscheinlich habe ich das Ding echt... wahrscheinlich habe ich das Ding wirklich irgendwo unten in der Kanalisation übersehen oder sowas. Nicht so wichtig. So, wir wollen jetzt erstmal zurück und Liz, oder wie hieß die, quasi wieder bei ihrer Mutter abgeben. Die wird sich freuen, sie wiederzusehen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Machen wir uns auf den Weg zurück zu Zeus Hope, wo ja scheinbar gerade... Ich kann noch nicht fahren. Wo ja scheinbar momentan so ein bisschen die Kolonisten durch... Kolonisten, nicht Kolonisten. Kolonisten durchdrehen. Die Typen. So. Au. Voll daneben. Versenkt. Medigel Inventar. Ja, ich habe gerade noch mal kurz auf die Waffen geguckt und meine Fresse, haben wir viel Zeug momentan bekommen. Ich muss dringend mal wieder was verkaufen, danach bin ich reich. Es ist unglaublich, wie viel Stuff wir dabei haben. Wenn ich alles verkaufe, kriege ich vielleicht sogar schon ein ziemlich gutes Sniper. Da wäre das Spiel in gewisser Weise gewonnen. Ja, schade, ich dachte, man könnte die Dinger vielleicht wegschießen. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Hier ist Juliana Bainham von der Pharos-Kolonie. Bitte helfen Sie uns! Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Ich wollte sowieso hier anhalten. So, schauen wir nochmal, was wir hier haben. Ja, dann bleib du halt da sitzen, ich guck mich mal um. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Geth sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Ich weiß, was sie auf Torfan getan haben. Hier muss es nicht auch blutig werden. Ja, dann können wir ja entspannt miteinander reden. Was geht denn hier gerade so? Was haben Sie vor, Jong? Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Okay. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Pharos her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Zeus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, John. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Arschloch-Move oder Arschloch-Move? Sie sind zu weit gegangen. Es findet jetzt ein Ende. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss!
Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Eigentlich war's der Kopf. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Oh, eigentlich könnten wir nur ein paar weitere Leute umbringen, oder? Nein, Spaß beiseite. Okay, wir kümmern uns um die Turianer. Ich muss herausfinden, warum die Geth hinter dem Turianer hier sind. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Turianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate. Okay, wenn ich die nicht selbst irgendwo erst noch holen muss, ja. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Ah, genau, wir ja. kommen Ihnen nicht in die Quere. Bis dahin. Sie würden da draußen problemlos... Oh, Moment, das ist jetzt... Ja, ja, alles mitnehmen. Genau, ich kann meine Granaten jetzt mit Antitorianergas ausstatten. Aber wie viel habe ich denn davon? 6 Granaten, okay. Ich erinnere mich, wenn man jetzt die Verluste unter den Zivilisten gering halten will, muss man halt mit diesen 6 Granaten, ich weiß nicht, ob die hier automatisch aufgestockt werden, ich würde es allerdings vermuten, jedenfalls muss ich mit diesen 6 Granaten jetzt quasi alle Kolonisten ausschalten. Ansonsten, ja, sterben halt ein paar von denen. Was ich ganz cool finde, weil man wirklich darauf geachtet hat, jeder Kolonist, der stirbt, weil wir ihn halt nicht mit einer Gasgranate betäuben, sondern einfach umlegen oder so, ja, der steht halt später logischerweise nicht mehr in der Kolonie rum. Das, Moment. War das hier? Ja, doch. Und das ist auch ganz, ganz bewusst darauf geachtet, wir können quasi wirklich entscheiden, wen wir umbringen und wen nicht. Also wenn man jetzt irgendwen unter den Kolonisten bis hierhin schon nicht leiden konnte, kann man ihn nur einfach umlegen. Ja, voll daneben. Ich hasse dieses Ding halt manchmal zum Fahren. Also es ist zwar echt nützlich, das zu haben, aber ich kann sowas von nicht damit fahren. Oh, geradeaus, bitte. So. Das sieht aus wie ein Geth, der Geth. Nee, gar nicht wahr. Das ist ein... Sieht ein bisschen aus wie ein Husk. Nee, stimmt. Ich habe mal kurz überlegt, was war das für eine Kreatur? Ganz sicher kein Mensch. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Turianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Wie Sie meinen, Commander. Gehen wir. Genau, Kolonisten am Leben 16. Wir sollten jetzt vielleicht versuchen, die alle am Leben zu halten. Deswegen, ja, schon wieder so viel zu sagen. Ich spreche mal kurz ab. Dann habe ich gesehen, wir haben schon wieder ein neues Inventar. Ach du Scheiße, so viel Zeug. Und wir haben ein Level-Up gehabt. Schon wieder so Einigkeit. Das könnte nochmal echt nützlich werden. Und ich push mal die Pistole ein bisschen weiter hoch. Garrus, was machen wir mit dir? Keine Ahnung, hier Trojanischer Agent. Und Tali, du kriegst auch mal eine stärkere Pistole. So, schwierig wird's jetzt. Creeper dürfen wir quasi umlegen. Das ist egal. Ich könnte auch für die normalen Creeper könnte ich auch das Gas verwenden. Wäre, glaube ich, auch ein Instant-Kill. Allerdings hat dann halt nichts mehr für die Kolonisten. Brauche natürlich ein bisschen Acht. Sollte ich habe übrigens auch mal die Schrotflinte ausprobiert. Merke ich gerade, das Ding scheint irgendwie echt effizienter zu sein, als ich es im Kopf hatte. Da oben sehen wir jetzt Kolonisten mit Namen auch. Eine Gasgranate rein, die hoffentlich einigermaßen platziert wurde. Ich glaube, es ging voll daneben.
Da eine Gasgranate rein. Leute, kommt mal wieder hier runter. Trifft das nicht oder was? Ah, danke. So, noch eine. Für dich. Okay. Sekunde, das lade ich jetzt mal kurz neu. Da. 25. Ich habe jetzt 3 Gasgranaten gebraucht, um, was war das, 4 Kolonisten auszuschalten oder so. Und, ja, die ersten beiden scheinen ja irgendwie ziemlich nichts gemacht zu haben. Kacke. Ich finde es übrigens irgendwie witzig, dass ich das Gefühl habe, dass die, das... schon wieder die falsche Knarre. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Schrotflinte präziser ist als das Sturmgewehr. Okay. Garrus on kill. Hallo, wieso schießt die denn ständig nicht? So. Nee. Da. Da. Position. Halten. Ja, aber die muss ich schon ausbauen, die Waffe. Nochmal schnell. Sprechen kann ich nicht. Okay, dann muss ich das jetzt sogar so machen. Renn hier einmal wieder mitten rein. Eine Granate dahin. Eine Granate dahin. So, jetzt aber schnell mal heilen. Schaltet sie aus. Könntest du gerade mal kurz in die Luft fliegen für mich? Da ist die Granate. Dankeschön. So, zurück auf meine Position. Meine Güte. Hier hilft echt nur viel Speichern, weil die Idee an sich finde ich cool, aber ich weiß auch, dass es beim letzten Mal echt eine Qual war. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft, beim letzten Mal alle Kolonisten zu retten. 2 oder 3 sind mir auf jeden Fall verreckt. Ihr bleibt hier. Ich sehe mich um. Normale Creeper. Normale Creeper werden umgelegt. Also Befehle befolgen könnt ihr aber auch nicht so richtig, ne? Wenn ich sage warten, heißt das normalerweise an dem Ort warten, wo ich euch befohlen habe zu warten. Aber gut. Kommt dann zu mir. Und dann wartet ihr jetzt hier wieder. Ich mach dich fertig. Ja, komm. Ich warte auf das Bumm. Komm. Dankeschön. Wieder 2 in den Arsch gerettet. Ich kann nicht speichern. Warum nicht? Bei jedem Kolonisten will ich eigentlich jetzt gerne speichern, wenn er sicher ist. Okay, ich warte wieder und ich gucke mich von oben. Da sind wieder nur ein paar Reaper. Jetzt soll ich Talik auch eine andere Knarre geben. Nimm mal die Schrotze. Talik hat ja schon Blutbart. Den nächsten Jörger sind. Mach mal. Hui. Okay. Ihr wartet, ich sehe mich nochmal um. Es ist offensichtlich, dass ihr das Schiff beschützen wollt, Commander. Wir müssen eines der Frachtmodule beiseite schaffen. Ernsthaft, jetzt rennt ihr darüber? Ich mach dich fertig! Okay, beide am Leben. Ich habe aber nur noch eine Granate. Und ich kann wieder nicht speichern. Kann ich echt die ganze Zeit nicht speichern? Nein, kann ich nicht. Ja gut, dann nur Pech gehabt, weil ich kann nur noch eine Granate nur zum Kolonisten zu retten. Wenn hier nichts, keine... Doch, Granaten. Oh, sehr schön. Glück gehabt.
Ich dachte schon, es könnte jetzt ein bisschen ärgerlich werden. Was? No, Ledra. Was machst du denn hier? Kann ich vielleicht einer? Ja. Habe ich euch erwischt? Ja, sehr schön. Immer noch alle 16 am Leben. Ihr wartet kurz hier. Da hinten ist wieder einer. Ich kann immer noch nicht speichern. Ich hasse es, wenn ich nicht speichern kann. Kolonisten kümmere ich mich später. Das bisschen Beschuss ist mir gerade egal. Ich will nur die Creeper umholzen. Ups, voll daneben. Dali. Ich kaufe kurz wieder dazu. Irgendwie scheinen Kopfschüsse echt wenig zu bringen. Was mich irgendwie ein bisschen stört. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für Teile sind, quasi diese Creeper, aber... Ich möchte doch annehmen, dass sie irgendwie sowas wie ein Hirn im Schädel haben. So. Ihr bleibt da sitzen. Ich habe gerade irgendwie ziemlich hässliche Geräusche gehört. Und ich verteile wieder Gratisgranaten. Sehen Sie mal dort, Commander. Können Sie die Steuerung nachvollziehen? Dahin. Dahin. Schaltet sie aus! Könnte das Ding jetzt mal hochgehen? Dankeschön. Was? Willst du mich verarschen? Schaltet sie aus! Da ist noch eine! Schaltet sie aus! Immer diese Leute, die eine extra Dosis brauchen. Okay. Scheinbar buggt das Spiel wieder ein bisschen. Tut mir ein bisschen leid. Aber auch nur ein bisschen. Du hast zwei Granaten ausgehalten, da kann ich dir jetzt auch nicht mehr helfen. Folgen. Ich hoffe, die war jetzt nicht nur irgendwie wichtig für irgendwelche Quests oder sowas. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will... dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Okay. Zwei Kolonisten sind also quasi auf jeden Fall tot. Aber die restlichen 15 haben wir gerettet. Was ist das für Musik? Die Musik hat war irgendwie komisch. Wobei irgendwie passend. Mass Effect hat schon einen ziemlich geilen Soundtrack. Kann ich speichern? Ja, gut. Und hatten wir gerade schon wieder ein Level Up? Ernsthaft, meine Fresse, wie schnell kriegt man hier Level Ups? Nee, gar nicht wahr. Das hatte ich ja nur nicht mehr verteilt, quasi. Ich wollte die Pistole hochladen. Na komm, guck mal erstmal hier. So. Ab nach unten. Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Was sie... Kila, was ist das? So eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Das könnte problematisch werden. Große Pflanze. Hm.
Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Nö. Sie haben Saren etwas gegeben. Etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Okay. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähren. Ja. Oh, das ist mies. Ich kann gerade nicht mehr ins... steh auf. Jetzt ist es auch egal. Du hast schon wieder die Waffe gewechselt, Garrett. Kannst du mal aufhören? So. Erledigen Sie sie! Erledigen Sie sie! Ach du Scheiße, das ist eine Menge rote Markierungen. Okay. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter Zeitpunkt, oder vielleicht nur so mäßig guter, um vor Schluss zu machen. Und ich denke, hier sehen wir uns dann das nächste Mal wieder und ja, kümmern uns um dieses Ding da. Arsch. Oh, das muss ich vielleicht aufschießen. Okay, quasi nichts. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Letzter.